Eine ganz kurze Bestandaufnahme. Das sieht ja alles soweit noch gut aus. Der Sicherungshalter, den habe ich ausgebaut, weil die Sicherung defekt ist eh. Soweit so schön. Leider. Dieser Knopf ist nicht original. Genauso wie dieser nicht original ist. Und natürlich auch der hier. Moment. Ich kämpfe hier noch ein bisschen so mit Lichtsetup und so. Ist halt ein Erstlingsvideo. Gläser soweit alle in Ordnung. Ja, ein bisschen verstaubt. Aber das kriegen wir sehr wahrscheinlich noch hin. Ja, diese Hölzer hier, die sind jetzt hier dran, um das Gerät auf den Kopf legen zu können oder auf die hier drauf legen zu können. Die sind angeschraubt. Ja. Dann drehen wir das Gerät doch mal um. So. Bestandaufnahme. Innenleben. Also, wer das erste Mal dieses Gerät öffnet, höllisch aufpassen. Weil hier, wie man sieht, sind Spulen an den Eingängen. An den Messeingängen sind Spulen dran. Ja, das ist mein größtes Problemkind, der Trafo. Der ist nämlich defekt, offensichtlich defekt, weil er zielt bei 40 Volt fast schon 1 Ampere, ist ein bisschen viel, ja. Er hat 40 Anschlüsse. Das, was man hier oben sieht, ist teilweise von unten beschaltet. Unten sind auch nochmal Ausgänge. Gucken, ob man das so sehen kann. Da unten sind auch noch beschaltete Ausgänge. Auf der anderen Seite auch. Seltsamerweise dort auch. Auch ein Problem. Geringes vielleicht, aber das ist ein Problem. glaube, man kann es so erkennen. Die ersten 4 Drahtlagen sind recht dunkel und dann wird es besser. Ist das so? Ja, das ist so. Da sieht man auch ein bisschen an dem Schleifer. Na. Da sieht man auch ein bisschen angekokelt. Ja, das ist die Anstellung des Heizstromes. Ansonsten, ja, da braucht man glaube ich nichts zu sagen zu dem Stromanschluss. Vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum ich das abkneifen werde. Ja, Moment, das geht ja noch. Das Beste ist hier. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist. Das sieht schon fast aus wie Absicht. Als ob da einer die Isolierung weggemacht hätte, um Messstrippen anschließen zu können. Ja, ansonsten, den Widerstand, den habe ich nur mal vorsinnflutlich, sodass er sich nicht noch weiter verbiegt. Der ist hier abgebrochen, das Porzellan. Da ist auch der Draht ab, der ist noch dran und das wird dann der hier sein. Ja, ansonsten ein bisschen Staub, das geht ja noch. Bei dem Alter auch etwas Rost. Den Kondensator, den habe ich noch nicht geprüft. Was ich eben vergessen habe bei der Oberseite, da übrigens nochmal spulen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass da nichts dran kommt. Das wäre ja ein bisschen Arbeit, das neu zu wickeln, vor allen Dingen, wenn man noch keinen Wert dazu hat. Ich glaube, den sollte ich mal messen und aufschreiben, bevor mir da was passiert. Das andere, das sieht ganz gut aus hier. So. Da auch nochmal spulen. Na, da kriege ich jetzt gerade kein Licht hin. 2 Kondensatoren Neuberger. Auch die sind natürlich noch zu prüfen. Ja. Da ist der Anodenspannungsschalter, wie man sieht, geht das meiste direkt an den Trafo. Und ich habe mal gemessen, wenn man den umschaltet und eine Durchgangsprüfung macht, eine Ohmmessung, Widerstandsmessung macht. Ja, ich weiß, ist ein Trafo, aber trotzdem sollte sich da was ändern. Das tut es leider nicht. Auf der anderen Seite die Heizspannungen, da kann man was verändern mit Schalterstellung bzw. Poti-Änderung. Das werde ich dann auch nochmal zeigen. Ja, und das, was ich von oben noch vergessen habe, hier hinter dieser Klappe, verbirgt sich ja normalerweise eine Gleichrichterröhre. Die fehlt leider komplett. Ja. Ansonsten, wie gesagt, sieht das alles relativ gut aus. Da noch ein paar Widerstände. Schön, ja, auch noch nicht geprüft. Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Ich glaube, ich werde den tatsächlich, ich weiß es nicht, ob ich ihn neu wickeln lasse, ob ich mir ein anderes Gerät besorge, aber da kann man ja momentan ewig warten. Das hier war schon ein Glückstreffer. Ja, falls jemand, der dieses Gerät hat und es öffnen mag, das ist ja nicht das Problem, aber falls er mir dazu was sagen kann, welche Spannungen hier jeweils anliegen. Ich gehe zwar mal davon aus, dass die identisch sind mit den Spannungen, die über den Anodenschalter kommen. Gleich sind, genauso wie hier, Das ist der Schalter für die. Huch, das ist der Schalter. Ganz schöner Eumel, ne? Das ist der Schalter für die Heizspannungen. Auch da sieht man ja, das geht alles direkt an den Trafo. So. Es kann natürlich sein, dass irgendwie, da ich die Verdrahtung noch nicht durchschaut habe, was nicht verwunderlich ist, dass die Kondensatoren vielleicht einen Schluss haben oder sonst irgendwas einen Schluss hat, aber es hat da in dem Bereich gedampft. Ja, das ist der Spannungswahlschalter. Ja, und das muss man dann, das werde ich nochmal beschriften und dann werde ich das mal anständig machen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Da wartet noch einiges an Arbeit. 8 Mikrofarad hat er übrigens bei einer Entspannung 500 Volt. Maximale Arbeitsspannung. Spitzenspannung 550. Ja, was denn jetzt? Arbeitsspannung 500 Volt, Spitzenspannung 550. So ist es richtig. Ja.